Wir befinden uns in der Yüksel-Straße in Ankara. Hier findet seit über 290 Tagen ein Widerstand der beiden entlassenen Akademikerinnen Nuriye Gülmen und Semih Özakça statt. Nuriye Gülmen und Semih Özakça sind zwei von 150.000 entlassenen Akademikern seit der Ausrufung des Ausnahmezustands in der Türkei. Sie wurden quasi über Nacht per Notstandsdekreten aus ihren Berufen entlassen, aber sie haben sich damit nicht abgefunden, sondern haben sich täglich beim Yüksel-Platz in der Yüksel-Straße in Ankara zusammengefunden, um dort mit einem Sitzstreik gegen ihre Entlassung zu protestieren. Seitdem wurden sie täglich von der Polizei angegriffen, gefoltert, geschlagen und Gewahrsam genommen. Aber jedes Mal, wenn sie wieder entlassen wurden, kehrten sie zurück zur Yüksel-Straße und führten ihren Widerstand fort. Aber seht selbst. Junger Mann, junger Mann. Halt schnell, damit. Kaldır millet görsün. Sen buraya gel. Thank you.
Sind außerdem noch andere Widerstandsleistende in Ankara, in Istanbul, in Malatya, in Didim, in Bodrum, Lehrkräfte, Angestellte, Architekte, die ihre Arbeit wieder fordern. Wir begrüßen insbesondere Nuri Gülmen. Seit 171 Tagen im Hungerstreik gegen ihre Entlassung. Der Hungerstreik geht um im Knast weiter. Semih Özakça, 28 Jahre, seit 171 Tagen im Hungerstreik. Der Knast ist auch ein Ort des Widerstandes. Acun Karadağ, ebenfalls eine Lehrerin, seit 20 Jahren, fordert, dass sie wieder eingestellt wird. Veli Saçalık hat seinen einen Arm im Gefängnisaufstand durch die Staatsapparate verloren. Kämpft in Ankara um seine Stelle. Neylan Yılmaz, seine Frau ebenfalls im Kampf. Nazan Bozkurt kämpft ebenfalls in Ankara auf der Yükselstraße. Täglich zweimal werden die Widerstandsleistende gefoltert, in Gewahrsam genommen und in Repressalien gestellt. Mehmet Dersulu, ein Widerstandsleistender. Sultan Özakça, Nazife Onay,
ebenfalls eine Lehrerin. Alev Shahin, eine Architektin, die seit 140 Tagen in Düzce kämpft. Engin Karataş, ein Lehrer in Bodrum, kämpft auch um seine Arbeitsstelle. Mahmut Konuk, Perihan Ana, Erdoğan Canpolat, Sertaç Ökdemir, Özkan Esen Karataş, Cengiz Uğurlu. Und wir begrüßen ganz, ganz herzlich zwei ältere Genossen von uns. Feridun Osmanoğlu, ein 70-Jähriger, ein politischer Häftling, der aus dem Knast entlassen wurde, ist seit 15 Tagen im Hungerstreik. Und Mehmet Güvel, 71 Jahre alt, ein politischer Häftling ehemals auch an Todesfasten, an Hungerstreik teilgenommen, ist ebenfalls im Hungerstreik. Und Sultan Aydoğdu. Und nicht zu vergessen ist Grup Yorum. Die Musikkollektive in der Türkei ist ebenfalls im Hungerstreik, um die Forderung der Hungerstreikenden in der Türkei zu unterstützen. Wir fordern Freiheit für Nuriye und Freiheit für Semih Özakçı. Thank you.